Ein paar kleine Ankündigungen, bevor das Video beginnt. Und zwar werde ich morgen am 11.01.2019 ab 19 Uhr wieder live gegen euch FIFA spielen. Also, wenn ihr gegen mich, gegen einen YouTuber mal FIFA spielen wollt, könnt ihr gerne auf meinem Kanal morgen 19 Uhr live dabei sein. Wir werden ungefähr bis 0 Uhr streamen, also ein paar Stunden. Es wird ganz, ganz viele Leute geben, die drankommen, die gegen mich spielen dürfen. PC oder PS4, also PlayStation 4 und PC, können gegen mich zocken. Die eine Xbox haben, tut mir leid, ich habe leider keine Xbox, aber PS4 und PC können wir FIFA gegeneinander zocken. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und Samstag gibt es dann einen Stream zusammen mit Jan. Da werden wir Pro Club spielen. Da weiß ich noch nicht genau, wann, wie viel Uhr, aber ich schätze mal so 16, 16.30, 17 Uhr, sowas in die Richtung, wird es den Pro Club Stream geben. Folgt mir einfach auf Instagram oder aktiviert die Glocke bei YouTube, denn dann bekommt ihr auch Benachrichtigungen. In der Story von Insta kündige ich das immer an, wann ich streame. Immer ein paar Stunden vorher, so 2-3 Stunden vorher Minimum. Und auf YouTube natürlich auch, werde ich das in der Abo-Box, im Abo-Feed vorher ankündigen. Wenn ihr mir da die Glocke aktiviert, dann kriegt ihr die Benachrichtigung auf jeden Fall. Will ich eigentlich nie so oft sagen, aber für solche Sachen ist es einfach wichtig. Und was ich auch noch sagen muss, leider habe ich in diesem Video schon wieder die Kameraaufnahmen nicht gefunden. Wie gesagt, beim nächsten Mal, wenn wir lange vorproduzieren, passe ich ein bisschen auf und tue mir das alles schön geordnet irgendwie in einen Ordner rein. Aber dieses Mal wieder die Kameraaufnahmen nicht gefunden. Ich bin nur irgendwie in einem kleinen Abschnitt von dem Video zu sehen. Aber im restlichen Video habe ich nur Jan reingeschnitten. Aber Jan ist auf jeden Fall da mit seiner Facecam. Der hat die gut zugeordnet, ich eben nicht. Es tut mir wie gesagt schrecklich leid, aber gut, Ankündigungen gemacht, das gesagt. Jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Let's go. Hey Leute und willkommen zu der nächsten Folge der FIFA 19 Koop Spielerkarriere zusammen mit Jan. Hi. Hi. Und heute kann ein Traum wahr werden. Wir können mit Dortmund heute Meister werden, ja. Wir müssen nämlich dieses Spiel gewinnen und dann, je nachdem wie Bayern spielt, aber die spielen gegen Nürnberg, sehe ich gerade. Oh. Also es, ja, wenn Bayern auf jeden Fall unentschieden spielt oder verliert, dann sind wir hundertprozentig Meister. Wenn wir auch gewinnen halt eben. Wenn sie auch gewinnen und wir auch gewinnen, dann sind 9 Punkte Abstand zwischen uns und es sind noch 9 Punkte zu holen. Also, das kann kritisch werden. Bin ich gespannt. Außerdem in der heutigen Folge das Hinspiel gegen Manchester United. Also Derby. Genau, Derby hier gegen Schalke und Halbfinale in der Champions League. Das wird crazy. Lasst uns rein starten. Let's go. Oh, jetzt guck, ist anders. Das ist auch manchmal gewesen. So Leute, ihr könnt natürlich auch rechts um am i bei Jan vorbeischauen. Da war die letzte Folge. Und ja, das war auch crazy. Krass, 31. Spieltag schon. 31. Spieltag schon, also wir sind echt weit gekommen. Das ist auf jeden Fall crazy. Ihr müsst wissen, dass wir das an einem Tag ganz viel aufgenommen haben. Und jetzt ungefähr vom Platz von Spieltag 16 auf 31 gekommen sind. Also an einem Tag. Das ist crazy. Das ist ein cooles Thumbnail auf jeden Fall. Oui. Ja. Ja, okay, dann Derby gegen Schalke zu Hause in Dortmund. Wir können es schaffen, je nachdem, was Bayern hier jetzt macht. Meister werden ist, ja, glaube ich, das Beste für einen Dortmund-Fan, was passieren kann. Das ist tatsächlich so, im Derby zu Hause. Krass. Let's get started! What the fuck? Jetzt muss ich mir erstmal daran gewöhnen, dass ich hier unten spiele. Ändert nichts. Doch, doch. Ist viel besser. Ist besser? Weiß ich nicht, ich glaube schon, für mich. Sehr gut, eine ganze Saison. Ja, du hast gesagt, ich hab dich gefragt, wo du hin willst, hast du gesagt, ja, links. Nee, das habe ich nie gesagt. Doch. Nein. Ja. Nice. Lol, ich dachte, Kagawa hat ihn. Ah, jetzt nehme ich ihn mir. Ach, Mann. Ah. Da wollte ich dir einen schon mal vorlegen. Ja. Oh, was war das denn? Kagawa kennt er nichts. Ja, moin. Jetzt, ja. Oh, ich wollte mit der Hacke. Wieso hat er nicht mit der Hacke? Ja, du hast kein L2 gedrückt gehalten. Oh, was ein Scheiß. Seit wann ist L2 Trickshots? Schon immer. Nein.
Nice. Oh, da kommt der. Oh, das war geplant. Ja, ja, safe. So ein Egoist. So ein gutes Nein. Tor. Nein, Spaß. Sehr gut. Mal wieder an den Pfosten. Ja, das stimmt. Nein, es war nur Spaß, Leute. Das ist ein kleiner Insider. Die Bande spielt mit. Kleiner Insider hier mit dem Egoisten. Ja, das war schon. Man hätte abspielen können. Hätte, aber nein, aber solange er drin ist, wenn man sich sicher fühlt, dass man ihn macht, genau. Dann sollte man es immer probieren, auch wenn er nicht reingeht. wenn er nicht reingeht, ja, ist ja so, also würde ich trotzdem probieren, wenn ich mir sicher bin. Mache ich ja öfter mal. ja, wenn er dann drin ist, ist umso besser. Wenn nicht, dann schreie ich dich halt an, aber auch nur aus Spaß, das ist ja jetzt nicht ernst gemeint. Ja, ja, ist immer Krieg bei uns. Soller der Halbzeit. Im Derby steht es hier 1:0. Vor einem Tor von Jan. Schalke zeigt noch nicht so viel, aber ist egal. Ist gut für uns. Komm, den holen wir uns. Drauf, drauf, drauf. Drauf. Ja. Oh, siehst du, das hat's gebracht. Jetzt haben wir sie wenigstens unter Druck gesetzt. Oh. Ja. Nein! What the fuck? Fährmann! Das hat mich sehr verwirrt, dieser Pall. Genau, dieser Pall. Dieser Pass. Komm, pfeif ab. Eis! Oh, die jubeln! Oh, was hat Bayern gemacht? Wir jubeln einfach mal mit! Yeah! Jawohl! Das sieht ziemlich gut aus, was sie da gerade machen. Wir feiern in Dortmund, wir haben gewonnen! Ja. Derby-Sieg! Yes, Derby-Sieg und scheinbar haben wir die Meisterschale gewonnen. Ja, ja, tatsächlich, Alter. LOL! Direkt überreicht. Der kennen sie nicht. Direkt überreicht. Boah, wie witzig wär's, wenn du jetzt neben Spielkapitän wärst. Oh, was ein Scheiß. Mann! Das wär so gut fürs Thumbnail. Ja, aber ist trotzdem gut fürs Thumbnail. Sancho. Darf sie hochheben. Alter. Der größte Scheiß, dass der jetzt so im Derby-Spiel gegen Schalke zu Hause in Dortmund holen wir uns die Scheibe. Ist das nicht cool, Leute? Dafür auf jeden Fall eine Bewertung da lassen. Was hat Coole München Sache. Gegen Nürnberg gemacht? Ich weiß es nicht. Ist mir gerade in dem Moment egal. Dortmund feiert. Und das ist das Wichtigste. Schöne Bilder hier aus dem Signal Iduna Park. Die Fans liegen sich in den Armen. Die Spieler freuen sich. Feuerwerk. Nur Jan, der sagt irgendwie gar nichts. Mich irritiert das gerade voll, aber ich freue mich und freue mich vor allen Dingen über diese tollen Bilder. Wir haben es geschafft mit Dortmund in der ersten Saison. Jetzt fehlt nur noch der Champions League Titel. Im DFB-Pokal sind wir gegen Stuttgart rausgeflogen. Ja, das war toll. Ja, ja, ich weiß. Aber naja, wir haben es geschafft. Mega geil, Leute. Du warst Spieler des Tages, ist es wahr? Ich? Was? Ja, mit 8,0. Alter, das war gut. Das war sexuell. Ich hab den Siegtor. Den Siegtor habe ich geschossen. Ich hab den Siegtor gemacht, Junge. Hä, die haben gewonnen, hä? Versteh ich nicht. A und A. Ja, na klar. A, A. Easy. LOL. Na, 80. Hä, die haben 2-1 gewonnen, die Bayern. Hm. Also eigentlich, rein theoretisch können sie es noch schaffen, aber Tordifferenz ist halt auch weit auseinander. Wobei, aber wenn man jetzt, wenn die jetzt dreimal gewinnen und wir dreimal verlieren, ist die Tordifferenz später eigentlich dann nicht mehr so weit auseinander. Also die ist zwar jetzt bei 11, aber wenn man dreimal verliert und die dreimal gewinnen, dann ist die ganz schnell verstehe ich gleich. Wir haben auf jeden Fall die Schale, jawohl! Ich fände es ziemlich witzig, wenn man es jetzt sogar noch so machen würde, dass Bayern wirklich tatsächlich Meister wird. So, alles wieder von vorne.
Wieder zwei Spiele, wieder gegen eine echt gute Mannschaft. Und dieses und Mal als erstes Heim, das war ja gegen Barcelona ganz gefährlich, das erste Heimspiel. Ja, das stimmt. Aber wir können es natürlich trotzdem packen und wir strengen uns an, wir geben Gas, wir wollen ins Finale. Ich habe gerade nochmal das Pro Evolution Soccer Logo auf meinem T-Shirt in die Kamera gezeigt, mit dem wir jetzt gewinnen werden. Das demütigt EA, aber das ist auch verdient. Wir haben so viele Bugs heute schon in dieser Aufnahme wieder gehabt. Ja, es ist auch verdient. EA ist scheiße. Meine eigenen Spieler blocken. 1-0, nach 6 Minuten. Reus. Marco Reus, der Typ, der auch für Tore bekannt ist bei uns. Außer uns zwei Tormaschinen natürlich. Absolut. Ja, der macht dann auch ab und zu mal einen Treffer, genauso wie hier. Mega gut. 1-0 nach 6 Minuten. Starke Leistung. Und ich meine, die Vorarbeit von dir war schon krass. Und ja, geblockt vom Verteidiger. Und dann macht ihn Reus. Keine Torvorlage für mich. Und kein Spieler des Monats. Na, das hängt hiervon nicht von ab. Das. Ja, mal gucken, ich bin gespannt. Es kann ja immer noch sein, ne? Ja. Ich glaube, die Kandidatur ist jetzt schon bekannt. Ja, was ist das denn für ein Tier, der mich da weggecheckt hat? Der Tier. Wallalo. So ein Irrer einfach reinrennen. Ich habe mich verletzt. Nein, ich stehe wieder. Okay. Das wird ziemlich witzig. Nein, der ist nicht. Ich habe mich die ganze Saison bisher noch nicht verletzt. Du hast dich schon mal verletzt im Training. Ja. Deswegen musst du einmal aussetzen. Dann hast du noch eine rote Karte bekommen, Junge. Ja, dann musst du auch aussetzen. Und dann musst du nochmal aussetzen. Und dann nochmal. Oh, Shapley. Was kann Shapley eigentlich? Ja, Nacht. Mit Landwirtschaft zum Beispiel. Ja, nein, anstatt LS. LOL! Mann! Wollt ihr mich verletzen oder was? Offensichtlich. Box dich! Geh ich vergraben, Alter. Gelbe Karte. Gib mir rot. Da werde ich jetzt hysterisch. Aber weil, wieso schieße ich so einen Freistoß, Alter? What the? Ja, der ist ein kurzer Freistoß. Das ist doch kein kurzer. Nein! Mann, da war der Egoist wieder am Start, ohne Spaß. Reus. So, Halbzeit, Leute. 1-0. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Lattentreffer war dabei und ja, haben kann wir eigentlich immer dabei. Kann noch besser werden, ja. Oh, gute Brustweiterleitung. Das war nicht mal geplant. Ich wollte eigentlich weggehen. Lol. Jetzt kommt ein Tor. Ja, nee, abseits. Der Typ passt immer, wenn es abseits ist. Tor. Der war safe drin, wetten? Nee, nicht drin. Aha. Oha. Drin, habe ich ja gesagt. Habe ich ja gesagt, dass der safe drin war. War es ein krasses Tor. Der wäre ja aber nicht reingegangen. Der Torwart. Ja, hey, doch, der Torwart wäre auch so weggerannt. Der hat den Schuss gesehen. Dachte sich, ja, nee, ich will nicht ins Finale. Ja. Also 1-0 ist ja mau, ne? Also wir haben kein Tor kassiert, gut. Aber wir bräuchten noch eins. Echt? Wer hat das überhaupt gemacht? Reus. Ah ja. Und. Oh, der war stark. Gutes Time-Finish. Ja. Hier nochmal zum Ende, das bleibt beim 1-0. Wir haben gewonnen, kein Auswärtstor kassiert, besser gelaufen als das Spiel gegen Barcelona, aber es ist trotzdem nur ein 1-0. So knapp. Mein realistisch für ein Halbfinale, aber ja, was willst du machen? Aber das war's dann auch von dieser heutigen Folge. Oh, wahnsinnig gut. Ja, ihr könnt jetzt gleich zu meinem IE bei Jan vorbeischauen. Da gibt's nämlich das Rückspiel und noch ganz viele andere coole Sachen. Ich weiß nicht, da spielen wir gegen Bremen, ja, glaube ich. Vielleicht spielt da die Fitness ein bisschen schlecht mit und wir lassen das dann gegen Bremen. Wir gucken einfach mal, wie das geworden ist. Schaut einfach bei seinem Video vorbei. Und ja, da würde ich sagen, lasst mir das da, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.